Herzlich willkommen zur ersten Videowochenschau im Jahr 2017. Bünding verkauft Vechta Telepoint-Filiale an Expert Bening. Bis Ende Februar wechselt der Shop die Besitzer und wird vorerst als Telepoint weitergeführt. Die rund 80 Mitarbeiter werden übernommen. Und in Lohne gibt es ein neues Sing-Projekt. Dieses soll Lohner und Flüchtlinge verbinden. So erhofft es sich zumindest die Lohner Flüchtlings- und Familienhilfe. Das erste Treffen gibt es am 20. Januar um 20 Uhr im Jugendtreff. Ja, der Spruch dumme Gans, würde ich sagen, ist nicht berechtigt. Eine Gans ist eigentlich sehr intelligent. Weshalb es zu diesem Spruch kommt, würde ich sagen, liegt daran, dass sie sehr vorsichtig ist. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein neues Tor aufmacht für eine Wiese, um sie in eine neue Wiese zu lassen, kann das ein paar Tage dauern, bis sie sich da endlich mal durchtrauen. Und daher rührt sehr wahrscheinlich der Spruch dumme Gans. Was bekommen Schweine zu fressen? Die Zusammensetzung dieses Futters besteht aus Gerste, aus Weizen, aus Soja und aus Roggen und natürlich Mineralfutterzusätze für Spurenelemente, für die Nährstoffe, dass das Tier immer in jedem Gewichtsbereich optimal versorgt wird. An diesem Sonntag findet wieder die Eiswette Dümmer See statt. Los geht es um 11 Uhr und bei diesen Temperaturen zurzeit, naja, überzeugt euch doch am besten selbst, ob der Dümmer steht oder fließt in diesem Jahr. Zum Abschluss der Sendung noch ein ernstes Thema, das jeden von uns treffen kann. Eine Rettungsgasse im Falle eines Unfalls zu bilden, kann Menschenleben retten. Oliver Peters, Leiter des Rettungsdienstes des Landkreises Vechta, erklärt uns nun in einem Video, wie genau diese Rettungsgasse funktioniert. In 2017 hat sich's geändert, dass es grundsätzlich, egal wie viele Spuren es da sind, das linke Fahrzeug fährt ganz streng nach links, das rechte ganz scharf nach rechts und der Rettungswagen, Feuerwehr, Polizei können in der Mitte durchfahren. Früher war das so, dass man genau hier in der Mitte eine Rettungsgasse gebildet hatte. Das führte dann aber ganz oft zu Verwirrung nach dem Motto vierspurig, zweispurig, Landstraßen, sonstiges. Dementsprechend die Änderung für 2017 vom Gesetzgeber. Nur die linke Spur, nur dieser Bereich geht links rüber, alles andere zieht sich dann auf die rechte Spur zurück und wir haben im Grunde genommen eine Gasse in der zweiten Spur. Was darf man denn auf keinen Fall tun, wenn sich eine Rettungsgasse bildet? Die größte Gefahr für uns im Rettungsdienst ist immer, wenn Leute aus den Fahrzeugen aussteigen und dann auf der Fahrbahn rumlaufen, weil wir kommen von der Seite praktisch aus so einem Winkel raus. Die Leute hören den Alarm bei uns, das Martinshorn. Wir fahren vor, sie gucken, gehen plötzlich mit einem Schritt in die Straße rein. Es wird für uns sehr, sehr eng. Und dann kommt es oft zu brenzligen Situationen oder Kinder, die vor den Autos dann herlaufen, die wir vorher gar nicht gesehen haben, weil die viel zu klein sind. Hier immer wieder der Wunsch der Rettungsdienste, bleiben Sie einfach im Auto sitzen. Da sitzen Sie sicher, da passiert Ihnen nichts. Rennen Sie auf der Fahrbahn rum, haben wir zum Teil ganz gefährliche Situationen mit Vollbremsung im Rettungsdienst, weil wir plötzlich jemanden von der Seite kommen sehen, wir nicht einschätzen können, hat er uns wirklich wahrgenommen, läuft er doch auf die Straße. Das führt immer zu ganz brenzligen Situationen, die wir alle gerne vermeiden möchten.